aber Matthias regelt das schon. Der wird da schon. Langsam. Kannst du das Auto schon mal spielen, ob links oder links? Und jetzt muss man noch den Schulterweg machen. Siehst du, schon wieder weg. Gefühlte 33 Grad. Also heute freue ich mich schon auf das Fahrradfahren. 20 Uhr, meine Frau kommt jetzt um 20 Uhr von der Arbeit. Ich kriege heute eine Massage. Spiegel und Linge. Oh, könnte kosten, nicht so, ne? So eine große Lücke muss man natürlich reinfahren. Auch wenn man es nicht will. Also ich bin vorne in einer gelaufen, es ist ein bisschen windig heute. Windig? Also vorhin so gegen 13 bis 14 Uhr oder so. Auf dem Fahrrad merkt man den Wind ja sowieso nicht. Also hast du ja immer gegen Wind. Ja. Außer du fährst nicht um einen Opa. Aber heute muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, weil heute fährt ja meine Tochter mit. Also das ist nicht bedeutet, dass ich schnell fahre. Aber ich fahre schon so, dass ich ein bisschen... Also ich fahre nicht spazieren, sag ich mal so. Kupplung, erster Gang. Also machen wir das dritte Mal, ne? So, los. Und los geht's. Oder war schon das vierte? Bisschen Gas. Heute haben wir es aber echt gepachtet, ne? Ja, das habe ich nicht. Sehr leichte Rutsch. Eine sehr lehrreiche Stunde. Ja, dann los. Aber das Beste ist, ich habe aufs Wand, ich werde das mit zu Hause machen. Aber du siehst die Autos nicht kommen auf die Wand. Nee, das ist ja, egal, kann ich trotzdem sagen, immer bereit halten. Aber passen, ja. Und wenn ich dann in den Fahrstunden sage, fahr langsam, wenn ich dann in den Fahrstunden sage, fahr langsam, und ihr sagt dann, ich gebe doch gar kein Gas mehr, dann sage ich immer, aber es ist trotzdem zu schnell. Wenn, aber in solchen Situationen kann man dann gehen, man kann eben halt nicht als Fahranfänger, schafft man das nicht so gut, das ist eben halt so. Aber wenn wir die Schüler-Echos liest, dann wisst ihr spätestens, dann wisst ihr, dass ich nichts Böses von euch will.